Wir sind hier gerade bei einer Produktion für unser nächstes Magazin. Neben mir steht Herr Mario, hinter uns sein 34er Ford Zeta Livery. Mario, wie kommt es zu diesem Auto? Das war original aus Argentinien stammender 34er Ford Four-Door Sedan. Ja. Den habe ich dann jetzt so umgebaut, dass dann dementsprechend nur zwei Türen da sind und andere Modifikationen, sag ich mal. Nachdem das Auto bei dir war, hast du den ja relativ bald gechoppt, ne? Ja, das war dann eine 9-Tages-Aktion. Danach war er dann gleich 4 Zoll tiefer. Okay. Die 4 Zoll waren geplant oder einfach Pi mal Daumen, Augenmaß? Wir haben angefangen bei 2,5, das sah ganz gut aus, aber hat noch nicht gereicht. Es wurden dann 4 Zoll, ohne mir Gedanken zu machen, ob ich da reinpasse. Ja, was ist mit den hinteren Türen passiert, mit den Scheiben? Hintere Türen habe ich zugeschweißt. Warum? Ja, zwei Türen ist cooler. Okay. So. Ja, und die Scheiben waren dann auch nichts mehr? Nee, die Scheiben waren ja dann sowieso zweigeteilt und das sah dann blöd aus. Ich wollte eh eine eingeteilte Scheibe da reinmachen, aber das hätte dann eine runde Scheibe werden müssen. Ich habe mich dann dazu entschlossen, das Ding einfach dann so zuzuschweißen. Die hinteren Felgen sind von einem Chevrolet. Die haben normalerweise 6 Loch. Habe ich dann ausgetreten, habe eine 5-Loch-Platte reingemacht und das ist halt dieselbe Optik, nur dass halt hinten jetzt 18 Zoll und vorne 16 Zoll ist. Also original wäre eigentlich nur noch die vorderen Felgen und der Grill. So, der Rest ist eigentlich wirklich alles modifiziert. Im Motor war original ein Ford Flathead drin, da ist jetzt ein Chevrolet-Motor drin. Ein alter aus dem Diplomat, hast du erzählt? Ein alter aus dem Diplomat ist das, genau. 5,4 Liter Hubraum. Okay, der stand rum und du hast ihn dann nach 23 Jahren wieder zum Leben erweckt. Richtig, der stand in einem Opelhaus als Dekorationszweck. Da haben so ein paar Lehrlinge dran rumgefummelt und den habe ich mir dann zugute genommen. Das Getriebe ist so, ohne zu bearbeiten, läuft heute noch. Also nach 23 Jahren eigentlich schon erstaunlich. Den Motor musste ich überholen, der war halt nicht mehr wirklich so ganz taufrisch. Was hat der? 250 PS ungefähr, kommt das hin? Ja, 230 schätze ich jetzt mal. Ja, wie geht der ab? Gut. Mario, vielen Dank. Bitteschön.